pretty cheeks. It's not a cute look getting kicked out of the bar when you're no longer 19. Still acting like a child, feeling like nobody gets it. I always started thinking. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stellplatz bzw. Stellplatz- und Campingplatz-Video mit eurem Dachmobil. Wir sind dieses Wochenende, das ist das Wochenende vom 26. Juli bis zum 28. Juli 2024, in das schöne Lette im Münsterland gefahren. Der ein oder andere weiß schon, wo wir jetzt gelandet sind. Wir sind auf dem Campingplatz Waldesruh, der viele Jahre im Dornröschenschlaf lag und seit 2024, genau seit April, 22, April 2022, wieder neues Leben eingehaucht bekommen hat. Wir zeigen euch, wie prima man hier als Dauercamper, Saisoncamper, Camper, Wohnwagenfahrer oder auch mit dem Zelt stehen und eine tolle Zeit verbringen kann. Folgt uns einmal mit auf diesen schönen Platz. Bis gleich. Wenn ihr die Straße hinten von der Bruchstraße hier am Schild zum Campingplatz abgebogen seid, fahrt bitte nicht so schnell. Es sind ein paar Unebenheiten in der Straße. Geplant ist aber, dass dieser Fahrweg demnächst erneuert werden soll. Ihr kommt hier vorne, wenn ihr nicht auf den Campingplatz möchtet, sondern mit eurem Wohnmobil, und es darf hier auch nur das Wohnmobil hingestellt werden, auf den Wohnmobilstellplatz möchtet, kommt ihr hier direkt an die Einfahrt zum Wohnmobilstellplatz. Rundfahren, ihr seht Schild, Einbahnstraße, Platz aussuchen. Ist er reserviert, stehen Tontafeln auf dem Boden, wo die Reservierung markiert ist, oder rote Pylonen. Wichtig ist, dass ihr vorwärts in die Parkbucht reinfahrt, und dann könnt ihr euch ganz entspannt der Anmeldung widmen. Dazu haben wir zwei Möglichkeiten. Ihr könnt hier den Camper-Check-In nutzen und auch direkt damit bezahlen. Oder ihr geht zur Öffnungszeit der Rezeption in die freundliche Anmeldung und entrichtet dort eure Anmeldung und könnt dort bar oder per EC zahlen. Erkläre ich euch gleich aber nochmal, weil wir wollen das Video jetzt auch für die Wohnmobilfahrer und Zelttouristen machen, damit alle wissen, wie es läuft. Der Campingplatz verfügt über 230 Plätze. Davon sind ungefähr 120 den Dauercampern gewidmet. Wir haben 60 Wohnmobilstellplätze. Wir haben noch einen zweiten Ausweichplatz für die Wohnmobilisten. Und wir haben Saisoncamper, wie auch, ich nenne sie jetzt mal Durchgangscamper, die hier ihren Platz finden. Zeigen wir euch alles. Wir zeigen euch jetzt erstmal, wie es weitergeht, wenn ihr auf den anderen Platz fahren müsst, wenn dieser belegt ist. Überall auf dem Gelände verteilt findet ihr praktische Hinweisschilder, damit ihr euch auch orientieren könnt. Also verlaufen kannst du dich hier nicht. Die sind auf dem ganzen Gelände hier verteilt. Hier hinter diesem Parkplatz haben wir noch einen zweiten Wohnmobilstellplatzbereich. Hier war ein Gruppentreffen, da wollen wir jetzt nicht stören. Die ersten sind schon abgefahren. Wir versuchen gleich da nochmal euch die Stromsäulen und so weiter zu zeigen. Auch hier steht ihr schön getrennt, die einzelne Parzelle, markiert durch Blumenkübel. Da steht ihr, was jetzt bei schlechtem Wetter gar nicht so verkehrt ist, auf Schotter. Drüben steht das Wohnmobil auf Schotter, aber deine Füße, wenn du aus dem Mobil rausgehst, steht auf Rasen. Wobei wir vom Betreiber wissen, dass der Boden mit Sand versetzt ist und wenn Wasser stehen sollte, das relativ schnell versickert. Also von daher auch nicht schlecht. Für jeden Geschmack was dabei. Zwischen den beiden Wohnmobilstellplätzen befindet sich die Entsorgungsstation. Solltet ihr mit eurem Wohnmobil hinter der Schranke, die wir euch zeigen, stehen und auf dem Campingplatz mit eurem Wohnmobil stehen, gibt es keine Grauwasserentsorgung. Da müsst ihr dann mit Eimernkanistern arbeiten und dort dann entsprechend im Ausguss euer Grauwasser entsorgen. Anfahren könnt ihr es hier nur hier draußen auf diesem neuen Entsorgungsbereich. Ihr habt eine großzügig bemessene Grauwassereinlass
Ja, mir fehlt wieder das Wort. So ein Loch, wo der Zeug reinkommt. Und habt hier entsprechend daneben den Aquastar für die Frischwasserentsorgung, Frischwasserversorgung. 10 Liter kosten 10 Cent. Bis zu 200 Liter könnt ihr dann entsprechend die Münzen dafür einwerfen. Es gibt eine Start-Stopp-Taste. Den Rest brauche ich euch ja nicht zu erklären. Die Spülung, wenn ihr das Grauwasser einlasst, erfolgt automatisch, weil das dieses bekannte Reichsystem ist, wo die automatische Behälterspülung, Kassettenspülung vom Einlauf. Einlaufspülung enthalten ist. Daneben haben wir auch schon die Chemietoilettenentleerung. Klassisches Clean-Star-System, das ihr ja mit Sicherheit kennt. Schnöckel rein und daneben die Wasserversorgung zum Spülen der Kassette. Hier ist der Knopf für den Bodeneinlass, doch nicht automatisch. Was habe ich euch wieder für einen Strunz erzählt? Und hier auch, um das Becken der Chemietoilettenentleerung zu spülen. Hunde sind natürlich hier auf dem gesamten Gelände erlaubt, sollten an der Leine geführt werden. Und wenn Alfred nicht auf Seite geht, sollte er überfahren werden. So, da wird nämlich gerade Grauwasser abgelassen. Und da ihr eure Vierbeiner mitnehmen dürft, gibt es auch für die Hunde hier eine schöne, großzügige Hundewiese mit Sitzbänken für die Herrchen. Reger Anlaufpunkt. Hier gibt es gemeinsame Gassi-Runden, habe ich schon festgestellt, und wird auch gut angenommen. So, das nur vom Wochenende, der sah Freitag nicht so voll aus. Hundekotbeutel waren genügend da, muss nachgefüllt werden. Hinten hängen aber überall nochmal neue Tütenbehälter, also von daher, für Tütchen sind gesorgt. Jetzt haben wir hier vorne noch den Parkplatz. Solltet ihr Besuche haben oder euren PKW nicht mit auf reinnehmen wollen oder einen Anhänger abstellen wollen, den ihr mit hinten dran zieht an eurem Wohnmobil, dann kann das hier auf dem Parkplatz passieren. Das Abstellen von Anhängern wird mit 2 Euro berechnet pro Tag. So, jetzt machen wir mal die Anmeldung. Ihr möchtet den Campingplatz und nicht die beiden Wohnmobilstellplätze nutzen, also hinter mir, hinter die Schranke aufs Gelände, stellt ihr euch erstmal hier auf den Parkplatz hin und geht entsprechend in die Anmeldung, um euch anzumelden. Mittagsruhe ist von 13 bis 15 Uhr, da ist die Schranke zu, genauso wie in den Abendstunden. Die genauen Zeiten stehen aber hinten an der Anmeldung, wo wir auch als Wohnmobilisten uns anmelden, wenn wir uns nicht über den QR-Code eingecheckt haben. Von hier könnt ihr dann den kleinen Weg rübergehen. Ihr könnt vorne am Stübchen vorbeigehen. Und wenn ihr vom Wohnmobilstellplatz kommt, gibt es dort auch noch einen Durchgang. An der Stelle merke ich direkt mal an, kurze Geschichte zu diesem Campingplatz. April 2022 haben Petra und Jürgen den Platz übernommen. Sie haben sich einige Plätze vorher angeschaut, weil sie sich ein wahres Kleinod gewünscht und auch gesucht haben. Das haben sie hier gefunden mit dem Campingplatz, der im Dornröschenschlaf lag, den es schon seit den 70er Jahren oder noch früher gab, und ihn zum neuen Leben erweckt, was sie prima hinbekommen haben. Wir haben die beiden letztes Jahr schon bei einem Treffen kennengelernt und waren absolut überzeugt von dieser Enthusiasmus und dieser Liebe, die sie hier reinstecken. Beide sind langjährige Camper und wissen, was wir Camper wollen, vermissen oder uns wünschen. Und das findet man hier auch wieder. Natur, Ruhe und keine Regeln. Hier kann man sich wirklich wohlfühlen. Kommt mit. Vor der Anmeldung haben wir noch die Müllentsorgung, die sich hier hinter diesem schweren... Ups! Oha, wieder Betty live. Befindet. Ich habe jetzt jedes Mal den Müll weggebracht, nicht einmal in die falsche Richtung gedrückt oder geschoben. Es gibt große Container, in denen der Müll entsprechend ungetrennt, Restmüll, drüben ist Papier und Pappe, entsorgt wird. Glas wird nicht gesondert aufgefangen, sondern kommt mit in den Restmüllcontainer. Und hier vorne haben wir noch eine Ecke für Metallschrott, sollte einer was in der Richtung entsorgen wollen.
Was ist? Rom wird nicht an einem Tag gebaut. Hier ist natürlich vieles aus der Vergangenheit, was noch funktionell und voll nutzbar ist, übrig geblieben, wie dieses Tor, was man nicht erneuern muss. Aber es gibt auch viele neue Sachen und man muss natürlich erstmal alles gangbar machen, was man nutzen muss. Und da sind noch viele Pläne offen. Diese Mischung aus neu und alt hat hier einen ganz besonderen Charme und eine gewisse Patina, die in diesem schönen Fleckchen Erde hier, umgeben von alten Bäumen, herrlich hereinpasst. Hier sind wir im Bereich der Anmeldung und des Kiosks, alles in einem, wo ihr euch während der Öffnungszeiten entsprechend anmelden könnt. Achtet darauf, montags ist Ruhetag, dann einfach die Anmeldung am Dienstag nachholen, wenn die Information Anmeldung wieder geöffnet ist. Die Öffnungszeiten sind, ich kann sie von hier nicht lesen, Schelmim, geht mal ein bisschen näher. Die Öffnungszeiten sind von 10 bis 12 und von 15 bis 16:30 Uhr. Die gleichen Zeiten gelten auch für das Kiosk, wo ihr dann kleine Naschereien und Eis bekommen könnt. Es gibt eine Riesenauswahl an Informationsmaterialien, Fahrradkarten und so weiter zur Gegend, kleine Giveaways zum Campingplatz. Da könnt ihr eben entsprechende Merchandise-Artikel, Cappy, T-Shirt und so weiter mit dem Waldesruh-Logo erwerben. Der Platz ist ASCII-inspected, heißt inspiziert und sonst nichts. Und hier haben wir auch dann noch Hundetüten, wenn hinten die ausgegangen sind. Ihr könnt den Gasservice nutzen mit den aktuellen Tagespreisen, die hier ausgeschlagen sind für 5 und 11 Kilo Stahl wie Alu bei 11 Kilo. Und es gibt verschiedene Events, wo es teilweise ratsam ist, hier zu reservieren. Ihr könnt den Wohnmobilstellplatz wie den Campingplatz reservieren, aber das geht nur über die Homepage. Das könnt ihr leider nicht telefonisch machen. Ist aber auch nachvollziehbar, weil das Telefon schon ohne der Reservierung hier ständig klingelt. Ist ein Zeichen dafür, dass hier wirklich gut frequentiert ist. Wir haben Events wie Beachparty, Halloween, für große und kleine Gäste wird hier gedacht. Der hat auch einen Brötchenservice. Ja, der hat auch einen Brötchenservice. Ich wusste es, ich hatte es aber vergessen. Gestern sind wir ja bei unserer Fahrradtour nach Billerbeck sowas von nass geworden, dass danach nichts mehr lief außer einer Dusche. Und ich wollte eigentlich noch Brötchen für heute bestellt haben, weil ich es für euch testen wollte. Ich habe das WLAN-Passwort vergessen. Hier gibt es WLAN mit einem Passwort. Ich habe nicht nach dem Passwort gefragt, ich habe alles vergessen. Sorry. WLAN scheint zu funktionieren, so wie unsere Mitcamper berichtet haben. Und die Brötchen müssen auch geschmeckt haben, weil ich hatte einige dahin laufen sehen, um sich die Brötchen zu holen. Ich habe es vergessen. Daher kann ich leider nicht zu den Preisen sagen. Ich muss mal Preise. Oh ja. Gutes Stichwort. Während ich meinen Zettel aufhalte, nutzt die Gelegenheit, uns ein Like dazulassen. Dann habt ihr die peinliche Pause nett überbrückt. Ansonsten, wenn ich jetzt ein bisschen länger brauchen sollte, nutzt es direkt für das Abo oder schreibt mir in den Kommentaren, wie ihr den Platz hier findet. Genau, wir haben hier Platzpreise. Fangen wir an mit den Wohnmobilen. 14,50 Euro. Der Strom kommt mit der Kilowattstunde mit 65 Cent dazu. Erzählen wir euch gleich, aber hinten an der Stromsäule. Wasser haben wir ja schon gehabt, 10 Liter kosten 10 Cent. Der Duschvorgang, bitte hier sagen, wie oft ihr geduscht habt oder duschen wollt, kostet pro Duschvorgang 1 Euro. Das ist auf Ehrlichkeitsbasis. Appelliere ich dran, denkt dran. Ja, und den Anhänger mit 2 Euro haben wir schon gesagt. Ob ihr jetzt zwei Hunde oder zwei Kinder mit habt, das ist im Preis inklusive, sowie die zwei Erwachsenen, die im Wohnmobil sitzen sollten. Habt ihr Tagesgäste, sind die kostenfrei und müssen nicht extra bezahlt werden, wenn ihr hier noch Besuch von Freunden oder Verwandten erwartet. Wollt ihr hier ansonsten mit eurem Wohnwagen hinfahren? Kostet es, wenn ihr auf den Campingplatz fahrt oder mit dem Wohnmobil auf dem Campingplatz stehen wollt, 29,50 €. Und das ist ein mit zwei Kindern, zwei Hunden, zwei Erwachsenen, mit jeglichem, was dazukommt, Strom, Wasser, Duschen, pipapo, ein All-Inclusive-Preis. Also echt moderat. Ja, habe ich was vergessen? An der Stelle für hier eigentlich nicht. Die Preise für Saison- oder Dauercamper entnehmt bitte der Homepage.
Link steht wie gewohnt unter dem Video. Auch da sind noch Plätze vielleicht frei. Die ein oder andere Parzelle ist aus meiner Sicht noch verfügbar. Kann mich aber auch täuschen. Alles klar, gehen wir weiter. Ganz kurz noch hier zum Platz. Dann kommt der liebe Alfred mal kurz näher. Das Foto ist schon ein bisschen verblichen von der Sonne, aber da kann ich es euch besser erklären. Wir sind hier immer noch drohnenfrei. Hier haben wir den Wohnmobilstellplatz, hier hinten am Baumrand den Ausweichplatz. Wir befinden uns hier am Gebäude. Dahinter haben wir eine Zeltwiese in der Mitte und den ganzen Bereich für die Dauercamper, sowie hier unten am Rand entlang der Bäume. Die Wiese hier in der Mitte, dort können Tagescamper, also Wohnwagenfahrer, die hier nicht dauerhaft stehen, oder auch Wohnmobile, die lieber auf dem Campingplatz möchten, dann sich entsprechend platzieren. Ankunftszeit außerhalb der Schranke, ich rede jetzt mal wieder für die Wohnmobilisten, jebet nicht, wenn du da bist, bist du da. Abfahrt, bevor du abends wieder gehst, solltest du mal ins Bett gehst, solltest du mal gefahren sein. Es gibt keine Abfahrtzeit, dann, wenn du nach Hause möchtest, kannst du fahren. Aber natürlich nicht nachts um 12. Ne? Ab 22 Uhr ist eher Nachtruhe und man sollte den Tag dann schon sinnvoll im Rahmen des zwischen Mittags und Nachmittags vielleicht verlassen. Auf dem Campingplatz geht es zwischen 13 und 15 Uhr nicht. Dann ist die Schranke zu, weil es ist Mittagszeit und ihr habt hier dann auch Kennzeichenerkennung, womit die Schranke sich öffnet, wenn ihr auf dem Campingplatz steht. Ansonsten fahrt auf dem Campingplatz nicht schneller als 10 km/h. Rate ich auch natürlich für den Bereich der Wohnmobilstellplätze und offenes Grillen, also mit Holzkohle, ist nicht erlaubt. Ja, ansonsten, hier wird nichts. Hundi an der Leine und das war's. An der Stelle haben wir nicht die Trinkwasserversorgung, sondern wuff, wuff, die Hundedusche. Hier könnt ihr euren Vierbeiner entsprechend waschen. Achtet darauf, das Wasser ist natürlich kein Warmwasser, sondern höchstens durch die Sonneneinstrahlung erwärmt, was sich im Schlauch befindet. Im Hintergrund haben wir auch schon das Sanitärgebäude. Dazu sage ich direkt, die Glasbaufenster sollen noch in der nächsten, ich glaube dieses Jahr noch, gegen normale Fenster getauscht werden. Dann haben wir da schon mal den 70er-Jahre-Charme nicht. Von innen sind die nämlich richtig schick. Die zeigen wir euch direkt. Wir haben hier ein großzügiges Sanitärgebäude, das wir euch erst einmal zeigen. Ihr kommt hier rein. So rum, wie ich stehe, ist rechts die Mädelseite, links die Jungsseite. WCs zeige ich euch gleich, da ist nämlich gerade jemand reingegangen. Deshalb nutzen wir die Zeit, um euch zu zeigen. Wir haben hier Waschmaschine und Trockner, die gegen die Gebühr von 2 Euro benutzt werden können. Entrichtet das an der Anmeldung und dann kann es auch schon losgehen. Also wir haben hier keinen separaten Münzeinwurf, sondern einfach auf Vertrauensbasis an der Rezeption Bescheid geben. Wir haben 2 Waschmaschinen und einen Trockner. So, dann nehme ich euch, also Alfred kann ja gar nicht mit, nehme ich euch mal mit in die Duschen. Wenn ihr hier sitzt, eure Wäsche habt, könnt ihr auch hier entsprechend sitzen. Sitzmöglichkeiten sind vorhanden, werden gerade von Alfred getestet. Es gibt noch die Schuhregale und hier haben wir dann auch schon den Duschbereich bzw. Waschbereich. Alles neu gemacht, wie gesagt, die Fenster werden noch erneuert. Wir haben auf jeder Seite 3 Handwaschbecken mit entsprechenden Haken und Steckdosen und es fällt kaum auf, so ist es nicht, egal. Spiegel, dann nicht Spiegel. Und wenn ihr das so seht, hier spiegelt sich in der Kamera, wenn ihr reinkommt, habe ich etwa, denn die Spiegel? Finde ich gut gemacht. Dann haben wir hier großzügig bemessene Duschen. Einen Abzieher darf nicht fehlen, aber in der Dusche selber gibt es auch noch mal kleine Abzieher, die man nutzen kann. Wir haben dort die Dusche. Auch ein Auffangbehälter für eure Duschutensilien, ein super Ablauf im Bodeneinlass. Diese witzigen Haken mit dem Hundepopo und eine Ablage und Sitzmöglichkeit.
großzügig bemessen, Wasser läuft super, tadellos sauber. In der Mittagszeit zwischen 13 und 15 Uhr wird hier gereinigt und wir haben auch hier entsprechend in großzügigerer Form eine Dusche für Behinderte. Wir haben eben auch uns längere Zeit mit einem Gast auf dem Stellplatz unterhalten. Der hat uns bestätigt, dass der Platz hier absolut behindertengerecht ist, weil wir dort jemanden hatten, der entsprechendes Gerät benötigt, um sich fortzubewegen. Wir haben hier die Wickelauflage, solltet ihr Babys mit haben, und hier entsprechend nochmal drei weitere Duschkabinen. Alles picobello sauber. Dann nehme ich euch mal mit. Es wird gerade geputzt. Ich will jetzt nicht da durchlaufen. Die Herren sehen genauso aus. Die zeige ich euch nicht separat. Wir haben hier 6 Toiletten und auch hier eine Behindertentoilette mit ausreichend Platz, so dass du mit einem Rollstuhl hier bequem hineinfahren kannst und entsprechend eine Aufstehhilfe, die man benötigt. Ach, an der Stelle, ich zeige euch das mal. Sind die nicht lustig? Das sind Toilettenbürsten, die fand ich super. Da wollte ich den Jürgen eigentlich noch fragen, wo er die gekauft hat. Jetzt haben wir gerade eine ganze Zeit mit ihm gequatscht, aber das habe ich nicht gefragt. Und hier sind entsprechend nochmal die Toiletten, Sanitärbags an alles gedacht, Toilettenpapier in jeder Menge ausreichend vorhanden. Wir haben hier auch entsprechend Seife, Papiertücher, 2 Handwaschbecken für nach dem Toilettengang, einen Spiegel, die Frisur sitzt immer noch nicht, und Desinfektionsmittel. Es ist an alles gedacht. Und jetzt wollen wir die Gute hier einmal sauber machen lassen. Es ist nämlich jetzt Putzzeit und wir machen hier draußen weiter. Für die Campingplatznutzer haben wir hier eine Chemietoilettenentleerung. Die Wohnmobilisten nutzen die dann entsprechend vorne. Der Raum ist jetzt nur offen, weil unsere gute Fee gerade ihre Putzutensilien da rausgenommen hat. Der ist nicht für die Öffentlichkeit zugänglich. Und hier haben wir entsprechend eine Spülküche, einmal ein niedriges. Ich habe mal in einem anderen Video gesehen, dass das für Kinder sein soll. Also, ich bin ja schon eher eine Oma, oder? Und auf der anderen Seite haben wir noch 2 höher angebrachte Spülbecken mit warm-kaltem Wasser. Und nochmal, der Pöppel liegt da oben. Und nur ein Pöppi noch da. Da drüben ist auch noch einer. Konnte einer einen Pöppi gebrauchen? Ich gehe mal davon aus, dass hier immer mit Pöppi die Becken versehen waren. Aber ganz sicher. So, dann haben wir auch noch einen Bereich für Kinder. Direkt daneben haben wir einen Spielplatz, der demnächst ein zweites Spielgerät da oben bekommt, momentan noch als Volleyballfeld zu nutzen. Schön mit hellem weißem Sand, wo die Kinder, wie sie da gerade auch machen, herrlich spielen können. Der Platz wird auch rege angenommen. Die Kiddies können wir euch natürlich nicht zeigen. Eine Sitzmöglichkeit für die Eltern ist auch da. Und es soll noch, wie gesagt, ein zweites Gerät folgen. Wir haben hier noch eine Hüpfburg, der aber in der Mittagszeit, weil der Aggregat, das Aggregat immer so macht, die Luft genommen wird. Das zeigen wir euch aber jetzt noch im zusammengefallenen Zustand. Und daneben gibt es demnächst nämlich noch ein Bonbon. Da jetzt Mittagsruhe ist, heißt es natürlich auch, dass hier nicht rumgetobt werden soll, weil Silent sein. Ist die Hüpfburg jetzt auch im Schlaf? Auch im Mittagsschlaf. Und jetzt kommt noch was ganz Besonderes. Tischtennisplatte hatte Alfred, glaube ich, gezeigt eben. Ne? Dafür müssen wir noch hier um das Eckchen gehen. Und zwar, von hier siehst du es nicht so gut, von da vorne siehst du es eigentlich besser. Hier sollte ein Schwimmteich ausgehoben werden. Und da wir hier in einem recht bürokratischen Land leben, gab es da viele Hindernisse, die in keinem Verhältnis zum Nutzen standen. Es wird wieder zugeschüttet und dann wird eben so ein Pool aufgestellt. Dann kommt das Wasser eben nicht in die Erde, sondern auf die Erde. Hier entsteht demnächst noch ein schöner Pool mit, wie der Jürgen sagt, 70.000 Liter. Also wenn der Pool steht, kriegt er mich hier nicht mehr weg. Dann brauche ich nicht mehr durch den Regen fahren. Dann kann ich nämlich auch mich hier abkühlen. Für die, die
vielleicht mit Freunden zusammen, die nicht Wohnmobilisten oder Camper sind, was unternehmen wollen. Wir haben hier noch ein Schlaffass, das gemietet werden kann. Und das ist offen. Ich bin jetzt neugierig. Da gehen wir jetzt mal gucken. Der Preis fürs Schlaffass steht auf der Homepage. Ich weiß nicht, was es kostet, aber das ist ja mal urig. Das finde ich richtig gemütlich. Ne? Kühlschrank da. Hier stehen ein paar Lampen, Wasserkocher. Das ist die gleiche Lampe, die ich auch habe. Und hinten, so zwischen dem Holz, dann dem Alkoven, sieht so aus, als wenn es sich da echt toll schlafen lässt. Finde ich gut, so ein Schlaffass. Und von hier kann man noch mal Richtung Pool noch mal die Fläche gut zeigen. Entsprechend wurde hier schon angefangen, aber was so ein Bauamt ist, das weiß einem die Freude an so einer Auktion zu nehmen. Dann haben wir hier, das können wir, wenn wir euch gleich den Platz zeigen, nicht so gut zeigen, haben wir noch die Zeltwiese mit Sitzmöglichkeiten und auch den Frischwasserzapfstellen auf der Wiese hier vorne am Busch und der schönen schattigen Überdachung, wenn es zu warm wird. Wir zeigen euch in einer kleinen Rundfahrt an der Stelle mal den Bereich der Dauercamper und der saisonalen Camper, wo ihr dann mit eurem Wohnwagen oder auch wenn ihr ein Wohnmobil hier hinstellen wollt, euch platzieren könnt. Wir drehen mal eben eine Runde mit euch mit dem Rad. Gassi-Runde oder in den Ort gehen. Hier vor dem Wohnmobilstellplatz 2 gibt es einen Durchgang zu einem Waldweg, der euch Richtung Lette führt. Da könnt ihr wunderbar laufen. Auf der anderen Seite gibt es auch noch einen, aber da kommt er dann nicht Richtung Lette, sondern eher etwas abseits. Und so könnt ihr mit einem Hundi oder eurem Herrchen des Hundis wunderbar spazieren gehen. Das ist der Wohnmobilstellplatz 2, den wir eben nicht so zeigen konnten. Das Gruppentreffen ist jetzt beendet und ich finde, hier stehst du auch ganz gut. Also ich gerade mal hier die beiden Ecken, die noch mit dem Rasen drunter sind und die Trennung, dass man seine Parzelle erkennt, mit den Schmetterlingsflieder dazwischen, das ist eine gute Lösung. Und hier hast du auch Schattenplätze, was du da drüben nicht hast. Also wenn es jetzt so warm ist wie letztes Wochenende, was ja selten vorkommt dieses Jahr, hast du aber hier auch einen Schattenplatz. Und das Klima ist hier wirklich gut, in dem Schatten ist es angenehm. Strom zeigen wir euch hier mal. Ihr habt hier eure Steckdosen und es gibt immer eine Mastersäule, die das Geld frisst dafür. Zeigen wir es in der Sonne oder im Schatten? Im Schatten. Ja, Alfred will wieder einen Schatten. Die Säulen sind nummeriert. Und es steht jedes Mal daran, über welche Mastersäule sie gesteuert wird. Und das wird dann über die 5 gesteuert. Die ist dann da drüben. Wir haben hier die Steckdosennummern, die ihr euch entsprechend merken müsst. Und dann geht ihr zur Mastersteckdose, um zu bezahlen. Hier haben wir dann die Mastersteckdose. Da haben wir die 5 wieder. Deshalb auch die Sicherungen hier. Inklusive natürlich auch noch Steckdosen, die von hier mitgenutzt werden. Deutsche Sprachführung, Klappe auf, Geld rein. 230 Volt. Und 16 Ampere. Und 16 Ampere. Genau, ist auch von Reich. Solide Qualität. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Euro ist. Erst den Stecker auf jeden Fall rein, die Steckdosennummer eingeben und dann entsprechend den gewünschten Betrag einwerfen. Ja, dann zeigen wir euch jetzt noch den Stellplatz, auf dem wir stehen. Im Wohnmobilstellplatz haben wir immer wieder Sitzmöglichkeiten, wo man sich noch hinsetzen kann. Und ihr steht hier entsprechend auf Schotter.
mit der daneben befindlichen Rasenfläche. Der Fahrweg an sich ist zur Hälfte Betonplatten und die Seite, wo wir da hinten stehen, ist sie geschottert. Hier habt ihr keinen Schatten, es sei denn, ihr steht vorne auf dem kompletten Wiesenbereich an der Hecke vorbei. Das sind auch noch Wohnmobilstellplätze bzw. bei mir hier im Hintergrund und da vorne hättet ihr auch Schatten. Den Bereich, den wir haben, ist durchtrennt mit diesen Seilen im Bereich des dahinter befindlichen Bereichs des Campingplatzes. Da seid ihr ohne Schatten. Die Nacht ist super ruhig hier und auch tagsüber ist man hier wirklich in so einer kleinen Oase. Und wenn es euch draußen zu nass, zu kalt, zu stürmisch oder zu warm ist, dann könnt ihr euch auch hier in dem Stübchen drinnen gemütlich machen. Schaut euch mal, wie schön es hier ist. Wir haben hier eine richtige heimliche Atmosphäre. Schön rustikal mit den Eckbänken, den Holzbanken, einem offenen Kamin und, ja, wie man das noch von früher kennt, einen echten Tresen. Und auch auf der Seite haben wir weiter diese tollen Sitzgruppen, die einladen, sich hier mit anderen Campern oder auch zu zweit, wenn ihr das mögt, hinzusetzen und ein leckeres Getränk, ein kühles Bierchen oder eins der legendären Schnitzel hier zu essen. Es gibt eine sehr schöne Speisekarte. Alfreds Favorit ist die Schimanski-Platte. Wisst ihr, was es ist? Genau, Currywurst rot-weiß mit Pommes. Und der sieht nur so aus, weil er die Schimanski-Platte nicht gegessen hat. Der hätte mal besser eins der leckeren Schnitzel probiert. Die Diät war doch ein bisschen lang, die der junge Mann hier eingelegt hat. Die Karte zeigen wir euch draußen noch mal im Schaukasten. Oder finde ich gerade hier eine? Nee. Aber ansonsten gibt es hier auch noch Gesellschaftsspiele, die man hier dann in geselliger Runde machen kann. Und es gibt verschiedene Cocktails, die ihr trinken könnt, wie die hier vorne ausgehangen sind von Cookie. Und ansonsten einfach fragen. Ideal ist der Raum, auch wenn ihr vielleicht Gruppentreffen machen wollt. Hier sitzt man gut. Es kann der Raum angemietet werden für geschlossene Gesellschaften und ihr könnt hier euer Treffen abhalten. Aber rechtzeitig Bescheid sagen, weil der ist heiß begehrt. So, gehen wir weiter. Und wenn euch das ganze Campen hungrig und durstig gemacht habt oder ihr euch hier mit Freunden treffen wollt, lädt euch der Biergarten sowie das Stübchen von innen euch ein, hier bei einem leckeren Getränk, alkoholisch oder nicht alkoholisch, und einem schönen Essen eine gute Zeit zu verbringen. Es gibt eine gute, moderate Speisekarte und Schnitzel, die weit über die Region bekannt sind. Leider kann ich euch die Karte nicht ganz zeigen, da hier von leider noch ein Zettel drüber hängt und ich euch daher das nicht zeigen kann. Stübchen und Biergarten sind montags geschlossen. Beachtet aber, dass die Küche nur an den Wochenenden, also Freitag, Samstag, Sonntag geöffnet hat und die Öffnungszeiten Sonntag etwas kürzer sind als an den anderen beiden Tagen. Essen kann nicht außer Haus geliefert werden momentan, aber das sollte kein Problem sein. Hier sitzt man ja prima. Ja, dann kommen wir auch direkt zum Fazit. Campingplatz Waldesruh. Wir kommen wieder, weil uns hat es hier bei all dem Engagement und dem Herzblut, was ihr reinstellt, mega gefallen. Wir finden, das ist Campingplatz aus Leidenschaft, mit Leidenschaft. Und ihr habt hier eine wirkliche Oase und ein Kleinod geschaffen, wo man sich einfach nur wohlfühlen muss. Dafür sagen wir, liebe Camper, ganz, ganz herzlichen Dank an Jürgen und Petra für das, was ihr uns hier erschaffen und erhalten habt. Wir kommen definitiv wieder und ja, freuen uns schon drauf auf das leckere Schnitzel, was wir dann wieder essen werden, weil die macht ihr wirklich super. Ich kann euch nur empfehlen, fahrt her, überzeugt euch selber. Wart ihr schon hier? Schreibt es mir auch nochmal in den Kommentaren. Wir freuen uns. Vielleicht treffen wir uns auch nochmal hier auf dem Platz. Wir haben nämlich auch hier heute viele unserer
Abonnenten und Follower getroffen. Vielleicht sehen wir uns hier. Ihr werdet nicht enttäuscht sein. Ansonsten tschüss, bis zum nächsten Mal. Nächste Woche geht's wieder an einen schönen Platz, den der ein oder andere von euch kennt.